Ach Mann, immer. Ah, jetzt muss ich mir auch noch. Ah, hier immer das Geld, 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 Geld. Aber mal ehrlich, Thema Geld, Politik. Reden wir doch mal mit jemandem, der sich mit dem Thema Geld, Finanzen, von Politik, von Parteien beschäftigt. Und dazu gehen wir da oben rein. Ja, mir gegenüber sitzt ein erkennbar junger Rheinland-Pfälzer, nämlich Harald Christ, der Bundesschatzmeister der FDP. Harald, was macht ein Bundesschatzmeister? Also außer, dass er den Schatz verwaltet, der wahrscheinlich riesig groß ist. Na, ich sage ja immer, ich bin Bundesmeister, ne? Weil den Schatz suche ich ja noch. Mhm. Aber jetzt Spaß beiseite. Der Bundesschatzmeister verwaltet die Finanzen der Partei, ist für die Rechnungslegung zuständig und auch für die Mitgliederverwaltung. Das ist eine spannende Aufgabe. Und ich darf sagen, jetzt nach den ersten Monaten macht mir viel Freude, auch in dem Team zu arbeiten. Und in der Tat, die Parteifinanzen sind bei uns sehr geordnet. Du hast so eine Funktion, die innerhalb der Führung der Partei auch sagt, hier sind die Grenzen des Geldausgebens. Du musst wahrscheinlich auch noch den Bundestagswahlkampf mit vorbereiten. Ja, das dürfen die Parteimitglieder und übrigens die Gliederung ja auch von mir erwarten, ja, dass ich einen Blick aufs Geld habe. Dass ich darauf achte, dass die Finanzen stimmen, dass nicht zu viel an falscher Stelle ausgegeben wird. Aber ich sehe mich da als Teamplayer, auch mit den vielen Schatzmeistern in den Landesverbänden und auch in den Kreisverbänden. Und ja, ich bin auch fürs Wahlkampfbudget mitverantwortlich und auch mit zuständig. Du warst vorher in der Wirtschaft tätig. Hilft das dann da an der Stelle, dass du da die Erfahrung gesammelt hast? Oder hilft das nur, weil man jetzt Connection zu potenziellen Spendern hat, was ja viele denken werden? Na, Otto, du hast es ja auch selbst gemacht. Ne? Deswegen kennst du dich natürlich am besten aus, was man auch aus den Fragen heraushören kann. Und für mich ist das ein Ehrenamt, eine ehrenvolle Aufgabe im Dienste der Partei. Und es braucht Menschen, die so etwas machen. Und es setzt natürlich auch eine Qualifikation voraus. Das war ja bei dir zu deiner Zeit als Schatzmeister auch so. Man braucht natürlich Erfahrung mit Finanzen, mit Controlling, mit Buchhaltung. Wir haben es ja auch mit Bilanzen zu tun. Und das sind schon komplexe Fragestellungen. Das kann man nicht einfach mal so machen. Das setzt eine hohe und auch tiefe fachliche Qualifikation voraus. Wie lange bist du schon, jetzt sag ich mal, in der Politik als Mitglied einer Partei tätig? Das sind ja auch schon viele Jahre, wenn du sie sehen. Ich bin länger in der Politik tätig, als ich im Berufsleben tätig bin. Ich habe mit 15 angefangen, mich politisch zu engagieren, bin mit 16 politisch aktiv geworden, war bereits mit 16 Vorsitzender eines Ortsverbandes, der Partei, für die ich damals stand. Und dann ging das relativ, die SPD, ja. Das ist ja bekannt, und dann ging das relativ stramm voran, bis ich irgendwann mal mit Anfang 20 entscheiden musste, gehe ich den berufspolitischen Weg oder gehe ich den Weg in der Wirtschaft. Ich habe mich damals für das politische Engagement im Ehrenamt entschieden, mitzumachen, zu helfen, was aus meiner Überzeugung sehr wichtig ist, dass Menschen sich in der Demokratie auch einbringen, habe mich auch für den wirtschaftlichen Weg entschieden. Und in meinem Leben war es immer so, dass ich in 30 Jahren oder über 30 Jahren immer sehr nah an der Politik dran war und hin und wieder auch Verantwortung übernommen habe, auch in der Partei, wo ich früher engagiert war. Da kommt jetzt für mich so eine wichtige Frage. Wir sehen jetzt, da haben wir jemanden, also der kümmert sich um einen wesentlichen Teil, wie Politik funktioniert. Finanzen, ohne das geht es nicht. Der ein langes politisches Leben auch schon hat, die Wirtschaft auch kennt. Hast du manchmal das Gefühl, dass wenn du diese drei Bereiche siehst, Finanzen, Kernpolitik, Wirtschaft, dass der Austausch da nicht mehr richtig stimmt? Musst du da oft Übersetzungsarbeit leisten? Ich habe den Eindruck, dass manchmal die Menschen in Unternehmen einen völlig anderen Eindruck haben, wie Politik funktioniert, wie die Mechanismen der Politik funktionieren, wie Mehrheitsverhältnisse zustande kommen, wie Entscheidungsprozesse laufen. Und umgekehrt kann man den Eindruck haben, dass es vielen Politikern umgekehrt auch so geht. Und deswegen ist es wichtig, lieber Otto, dass es so Leute wie uns gibt, die beide Seiten kennen und mal beides gemacht haben und ihre Erfahrung dann jeweils der anderen Seite auch zur Verfügung stellen. Wenn du jetzt so die Entwicklung siehst, glaubst du, dass da eine Gefahr für unsere Demokratie besteht, dass man sich zu weit entfernt und deswegen nicht mehr kapiert, wie funktioniert, nicht nur finanziell, sondern wie funktioniert eigentlich Demokratie mit Parteien? Na, ich bin jetzt niemand, der immer Gefahren und Risiken und Krisen hervorruft. Aber wir müssen schon darauf achten, dass der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft, Wirtschaft und Politik gefördert wird, eng bleibt, dass Wechsel möglich sind in die eine und in die andere Richtung auf Zeit. Das ist schon ein wichtiges Thema. Und Demokratie lebt vom Mitmachen. In ganz vielen Diskussionen mit Vorständen oder Inhaberunternehmern oder auch mit Menschen aus unserem Lande, die sich über Politik beschweren und teilweise Zusammenhänge
nicht richtig deuten können, sage ich immer, dann bringt euch doch bitte ein. Demokratie lebt davon, dass viele Menschen sich in Parteien engagieren, ihre Erfahrung einbringen und dafür sorgen, dass Demokratie lebendig bleibt, in der Debattenkultur, auch in der inhaltlichen Bereicherung, was jeder ja für sich auch selbst bestimmen kann. Also ich glaube, nach vorne gedacht ist es eher ein Appell, mehr zu mitmachen. Gefahren, dass unsere Demokratie in Gefahr ist, das sehe ich jetzt nicht. Das würde, glaube ich, zu weit gehen. Herzlichen Dank. Aber sag mal, sind hier eigentlich nochmal so Sachen so passiert, dass du in so einen alten SPD-Slang kommst, dass du gesagt hast, hör mal, Genosse Lindner, so kannst du das nicht machen oder sowas? Das ist mir noch nicht passiert, weil ich genau auf diesen Fehler total achte. Aber mir ist es letztens in einem SPD-Umfeld passiert, dass es umgekehrt der Fall war, dass ich gesagt habe, FDP und ich habe eigentlich die SPD ansprechen wollen. Da habe ich gedacht, okay, das ist ein gutes Zeichen, jetzt bist du angekommen.